Ja, hallo, ich bin Simone Vogt, die Leiterin der Sprachabteilung am Goethe-Institut Hongkong. Und wir sind jetzt hier im Ya Mai Ho Youth Hostel. Eigentlich nicht da, wo wir sein wollten, weil wir wollten heute eine Abschlusspräsentation von dem Workshop Vernetzte Welten im Good Lab machen. Aber es kam etwas dazwischen und das war ein Taifun und deshalb müssen wir ein bisschen improvisieren. Aber gleich werden die Jugendlichen ihre Projekte hier vorstellen, die sie 3 Tage lang in angestrengter Kreativarbeit beim Tüfteln, Ideen entwickeln und so weiter produziert haben. Ja, und wie viele Jugendliche waren das jetzt, Katrin? Das sagt uns Katrin Grünke von DC Projekt Initiatorin und Koordinatorin von Vernetzte Welten, dem Schüleraustausch der Zukunft vom Goethe-Institut. Ja, Simone, 25 Jugendliche waren dabei, und zwar aus Deutschland, Hongkong, Taiwan, Festlandchina, der Mongolei und Japan und auch Korea. Genau, und unterstützt wurden sie von Mentoren. Genau, diese Mentoren kommen aus Deutschland und wir hatten aber auch lokale Mentoren von Open Source Hongkong sowie 2 Begleitlehrer. Die den ganzen Entwicklungsprozess begleitet haben. Unser Dank geht vor allem an unsere Partnerorganisation JugendHakt, ein Programm der Open Knowledge Foundation und Mediale Pfade. Ja genau, die waren mit 5 Mentoren hier in Hongkong dabei, aber gleichzeitig fand so ein Workshop, wie wir hier ihn vom 12. bis 15. in Hongkong hatten, auch in Taipei und in Tokio statt. Also dort waren auch nochmal 25 Jugendliche mit den lokalen und Mentoren und den Mentoren von JugendHakt dabei. Ja, wir hatten heute Vormittag schon eine kleine Live-Schaltung und jetzt mit ein bisschen Verzögerung finden hier die Projektpräsentationen statt. Also die Jugendlichen werden uns gleich erzählen, was sie sich ausgedacht haben für den Schüleraustausch der Zukunft. Also ich denke, wir alle können uns ein Leben ohne Handy, iPad und Tablets und so weiter nicht mehr vorstellen. Und deshalb muss auch der Jugendaustausch virtuell werden. Und deshalb, dann haben wir vielleicht auch nicht mehr das Problem bei Taifun, dass man dann irgendwie eine Veranstaltung absagen muss, sondern es passiert dann alles eben im Internet. Ja. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Ach, und dann muss ich noch dazu sagen, dass wir unterstützt wurde das ganze große Projekt vom Auswärtigen Amt mit Sondermitteln zur Förderung der deutschen Sprache im Ausland.